Moin und willkommen bei den Körbels. Das letzte Mal hatte ich ja beschlossen, dass ich ein Spacecamp nochmal alleine fliege, damit wir in dieser Folge mit einer Orbitalstation und ganz neu eingestellten Mitarbeitern unterwegs sein können. Und das habe ich auch gemacht, wie ihr seht, erfolgreich. Ich habe mit einer Rakete, die besetzt war mit stolzen 23 Körbels, ja, so ein paar Anwärter aufgetrieben. Wir haben jetzt einen neuen Piloten, einen neuen Wissenschaftler und einen neuen Techniker. Ich hatte außerdem noch 4 Touristen mit an Bord, damit noch ein bisschen mehr Knete reinkommt. Wie ihr seht, haben wir für das Basecamp nochmal 73.000 und für die Touristenattraktionen, die wir da veranstaltet haben, 62.000 Tacken bekommen. Das hat sich also wenigstens einigermaßen rentiert. Und Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Körbeln haben wir auch noch mitgebracht. Das gab immerhin auch nochmal 11.000 Körbeldollar. Was ich danach gemacht habe, ist Folgendes. Das habt ihr bestimmt schon entdeckt. Ich habe das Verwaltungsgebäude aufgepimpt. Und zwar können wir jetzt 2 aktive Strategien gleichzeitig fahren. Das ist eine gute Sache. Das habe ich auch gleich umgesetzt. Wie ihr seht, wir haben die 2 Strategien, die ich euch hier angepinnt habe, im Moment laufen. Zum einen, weil die Raketen höchstwahrscheinlich immer schwerer werden und zum anderen, weil ich ja möglichst schnell mit euch nach Duna oder sonst wohin möchte, wo wir noch nicht waren. Und da lohnt sich dann die 2. Strategie, To Boldly Go 2, auf jeden Fall. Gut, soweit so gut. Dann werden wir uns jetzt mit der Raketenvorstellung beschäftigen. Und da sind wir auch schon. Hier haben wir das gute Stück, was ich schon mal vorgebaut habe. Das ist unsere Orbitalstation, die wir gleich in den Weltraum befördern wollen. Und ich reiß mal so ein bisschen an, was wir dafür alles erfüllen mussten. Wir sollen nämlich eine Einrichtung bauen, die mindestens 11 Körbels unterstützt. Wir brauchen logischerweise für eine Orbitalstation ein Forschungslabor. Die möchten auch noch, weil sie gerne mal irgendwie rausgucken, eine Sichtkuppel auf Station. Und ja, der Rest ist dann Aufgabe beim Fliegen. Das heißt also, 11 Körbels, wie ihr hier seht, haben wir erfüllt. Hier passen 11 Körbels rein. Besetzen werde ich sie allerdings nur mit 3, und zwar mit 3 Neuen. Der Pilot ist diesmal Jusmund, die Wissenschaftlerin Nadana und der Wissenschaftler heißt Kleland. Die 3 werde ich also ins All befördern mit diesem Teil hier. Und erfüllt haben wir hier das Kuppelmodul, die Sichtkuppel auf Station, das ist dieses hier. Das haben wir drin und das Forschungslabor logischerweise auch. So, die beiden wesentlichen Sachen für die Aufgabe plus 11 Körbels haben wir damit also erfüllt. Wie ihr seht, kann diese Rakete bzw. der Teil hier mit dem Forschungslabor, der kann über ein Jahr im All bleiben, ohne dass es den Körbels an etwas fehlt. Die Batterien laden sich wieder auf, die halten so in diesem Zustand jetzt 11 Tage und bis dahin haben sie sich locker wieder aufgeladen, das ist alles kein Thema. Auch die Habitation reicht über ein Jahr, das ist alles im grünen Bereich, denn wir müssen die 3 Körbels tatsächlich eine ganze Zeit im All auch alleine lassen, weil es etwas dauert, bis die Wissenschaftsdaten hier im Labor zu Ende bearbeitet werden. Und deswegen werden die eine längere Zeit da bleiben. Entweder müssen wir dann später ein bisschen Snacks nachbefördern. Die Snacks hängen im Übrigen hier draußen dran und haben Andockluken an den Enden und das habe ich deshalb gemacht, weil man die so mit einem neuen Raumschiff, wenn man hier andockt, wunderbar austauschen kann. Ich schmeiße erst die äußeren ab, dann ist hier nochmal eine Andockluke und dann kann man die neuen quasi ranpinnen, die neuen Supplies, die ich dann mitbringen werde. Und wenn man nichts austauschen will und die sind noch nicht alle, dann kann man auch einfach hier andocken. Also Parkmöglichkeiten gibt es an diesem Ding auch. Hier vorne haben wir auch noch mal eine Andockluke und ja, hier habe ich noch so ein paar, zeige ich euch mal kurz, noch so ein paar Experimente natürlich eingepackt. Das ist einmal das Magnetometer, die RPWS-Antenne, Material Bay, a
Advanced GUID Unit, der Solarpartikel Collector und Atmospheric Science Unit, Multispectral Imaging Platform, das ist neu. Und das werde ich jetzt das erste Mal ausprobieren. Das heißt, wir bekommen auch dadurch nochmal jede Menge Wissenschaftsdaten, die wir gleich hierher schicken können. Und das ist natürlich eine super Sache. Dann wird das mehr als gefüllt sein und wir werden da ordentlich, das heißt die drei, die werden ordentlich zu tun haben. Unser Pilot macht es sich hier oben gemütlich, während die zwei Wissenschaftler hier im Labor richtig ackern müssen. So soll es sein. Die müssen ja mal was tun. Und das Orbital Telescope, das habe ich auch noch eingepackt. Hier sehen wir nochmal den GORSAT. Der ist auch relativ frisch erworben. Und das ist alles, was wir hier wissenschaftsmäßig an Bord haben. Das reicht auch, wie ich finde. Das ist auch teuer genug. Wie ihr seht, das ganze Ding kostet 284.530 Körbeldollar. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, der ganze Aufbau, der ist hier in 2,5 Meter gehalten. Wir haben die üblichen Tanks dran, die X-232er. Und ich benutze hier als Triebwerk einen Rotlux. Hier unten dann das Hauptsegel und die LFBKR-1X2-Zwillingssau-Flüssigtreibstofftriebwerke. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist soweit die Aufgabe, die wir jetzt erledigen werden. Und ich schmeiße uns dann jetzt mal Richtung Startplatz. Da sind wir wieder auf dem Startplatz und als erstes stelle ich mal die Habitation ein. Und dann sind wir ready for takeoff. So, wir gucken uns noch ein bisschen den Start an, ob alles glatt läuft und wenn das so ist, dann sehen wir uns wieder in dem Orbit von Kerbin und dann werden wir wahrscheinlich schon die ersten Experimente auf dem Weg zu Minmus machen. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Das können wir so lassen, glaube ich. Ich denke mal, damit kommen wir heil an. Und auf dem Weg zu Minmus werden wir wahrscheinlich unsere ersten Experimente schon machen. Deswegen werde ich den kompletten Start nicht zeigen, sondern wir sehen uns nach dem Start wieder, wenn wir Richtung Minmus unterwegs sind und die ersten Manöver fliegen. Und die ersten Wissenschaftsdaten mit unserem Labor einsammeln können. Die ersten Tanks sind gleich leer. Und gleich kommt das erste Staging. Das anstandslos, alles hat geklappt. Das zweite Staging und jo, läuft. So, und jetzt sind wir im Orbit. Da hinten sieht man den Moon. Und wir können uns jetzt eigentlich mal damit beschäftigen, unsere Experimente durchzuführen, die wir noch durchführen können. Das ist eigentlich eine schöne Sache mit dem Wissenschaftslabor, was wir jetzt an Bord haben. Denn witzigerweise sind unsere Wissenschaftler, die da drin arbeiten, dermaßen effektiv und holen auch aus alten Informationen, die uns eigentlich schon bekannt sind, weil wir sie schon mal nach Kerbin gefunkt oder dorthin wiedergebracht haben,
holen sie noch neue Erkenntnisse raus. Das heißt, wir können, wenn wir alte Experimente ins Wissenschaftslabor geben, trotzdem noch Punkte sammeln. Das ist natürlich eine feine Sache. Und einen Teil können wir auch rüberfunken, je nachdem quasi, was uns der entsprechende Reiter anbietet. Ihr habt gesehen, dass wenn dieses grüne Reagenzglas kommt, dass wir das dann ins Wissenschaftslabor befördern können und ansonsten wird es halt von mir weggefunkt. Okay, wir sind auf dem Weg nach Minmus, wir kennen den Weg ja schon und ich beabsichtige auch heute einen Polarorbit zu fliegen, weil wir dann natürlich an noch mehr schöne Daten für unser Raumschiff rankommen. Dann gucken wir jetzt erstmal und setzen Minmus als Ziel. Und machen das entsprechende Manöver. Ich weiß, dass man die Inklination eigentlich mit weniger Delta V quasi auf der Hälfte der Strecke zu Minmus machen kann, aber irgendwie habe ich es mir angewöhnt, das hier zu machen. Ich nehme eh immer zu viel Delta V mit, beziehungsweise reichlich davon. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Ich mache es immer direkt an Körben in der Umlaufbahn. Und dann kann ich das einfach abhaken. Dann ist das Thema durch und wir können uns mit anderen Sachen beschäftigen. Alte Gewohnheiten. Vielleicht keine gute. Jedenfalls keine, die Sprit spart, aber ja, macht nichts. Können wir uns leisten. Okay, dann warten wir mal, bis der Countdown anzeigt, dass wir mit dem Manöver beginnen können. Und ich positioniere uns mal so, dass wir auf dem Manöverpunkt sind. Und dann geht das Ganze seinen Gang. Einfache Übung, unsere drei an Bord sind auch sehr fröhlich, wie man sieht. Cleland hat sich extra nochmal seinen Schnurrbart gekämmt. Der freut sich irgendwie am meisten, habe ich so das Gefühl. Okay, gleich geht's los. Ja, und das Manöver haben wir schnell zu Ende geflogen. Dann werde ich mal Neues setzen, um zum Minmus zu kommen. Und ich denke, auf dem Weg können wir auch wieder Wissenschaftspunkte einsammeln. Und wenn wir dann erstmal im Polarorbit um Minmus sind, dann werden wir die Orbitalstation so mit Wissenschaftsdaten vollschaufeln, dass wir die, wie ihr seht, 750 Wissenschaftspunkte fast voll haben. So gut wie jedenfalls. Also mehr passen da erstmal nicht rein. Die müssen dann erstmal abgearbeitet werden und dann sollte man die Punkte rüberfunken, sodass das Labor seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Wissenschaftspunkte kann das Labor bis 500 speichern, das heißt, man sollte rechtzeitig sich den Wecker stellen, bevor das Labor die 500 oder wenn es die 500 erreicht hat. Das ist natürlich insofern von Vorteil, weil unsere Jungs und Mädels da oben ja auch Strom verbrauchen, beziehungsweise der ist egal, aber die Snacks, die gehen natürlich zur Neige. Und bevor unsere Körbels da oben verhungern, wollen wir ja fertig werden mit den Experimenten. Deswegen stelle ich mir immer meinen kleinen körbeligen Wecker. Dann kann ich das Rüberfunken nicht verpassen und dann kann das Labor weiterarbeiten ohne Zeitverzögerung. So, dann würde ich mal meinen, basteln wir uns ein schönes Manöver für einen Polarorbit. So, das muss ich noch mal ein bisschen fein justieren.
das muss natürlich später alles noch runter. Wir müssen es jetzt auch nicht allzu genau machen, aber die grobe Richtung, die möchte ich hier schon machen. Wir machen dann auf der Hälfte der Strecke noch eine kleine Kurskorrektur. Aber so um und bei sieht das so schon mal nicht verkehrt aus. Ich würde mal meinen, das kann so bleiben. Okay, dann begeben wir uns mal an den Ort des Geschehens. Kurven wieder auf den Manöverpunkt. Selbe Spielchen, quasi wie immer. Und geben noch eine Menge Schub. Und während wir dann so rumcruisen, können wir bestimmt schon wieder was einsammeln. Wir werden also heute keinen Rückflug zu bewundern haben, sondern, wie ich vorhin schon erwähnte, die drei werden erstmal eine ganze Zeit am Minmus bleiben und ihre Experimente durchführen. Deswegen haben sie auch so viel Habitation mit und genug Snacks. Die werden wir also in späteren Folgen wieder besuchen, wenn die 500 Punkte voll sind, dann funken wir sie rüber. Wir gucken immer zwischendurch mal nach dem Rechten. Aber die Jungs, die setzen wir da quasi jetzt aus. Und dann müssen sie sehen, wie sie da klarkommen. Ich habe natürlich aber ein Auge drauf. Wir wollen ja, dass es ihnen gut geht. Und die kleine Nadana, die wird schon für ein bisschen Spaß sorgen. Ich finde ja, die sieht irgendwie auch lustig aus. Ich glaube, sie hat so ein bisschen den Schalk im Nacken. Und ja, die werden sich ihre Zeit schon irgendwie schön machen. Halbwegs schicke Schiffchen, wie ich finde. Langsam wird's auch optisch was mit den Raumschiffen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich bin von neuen Teilen immer wieder so begeistert, dass ich nicht umhin komme, das auch nochmal zu bemerken. Das wird mehr und mehr auch optisch ein kleiner Festschmaus. Und das ist doch nur auch schon wieder ein Bild, was ich absolut geil finde. Das ist doch schön, oder? So, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Die Apoapsis rührt sich an dieser Stelle noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir noch ordentlich Gas geben, bis man merkt, dass sich hier auch was bewegt. Aber das macht nichts. Wir sind hier entspannt und ruhig. Und das ist auch irgendwie das Schöne an dem Spiel. Es ist total chillig. Meistens jedenfalls, es sei denn, irgendwas stürzt ab, explodiert oder irgendwer findet sein EVA-Pack nicht wieder und irrt im Weltall trudelnderweise herum. Das sind natürlich nicht so die schönen Momente, aber ansonsten ist es doch wirklich ein ganz chilliges Spiel. Und wer sich ein bisschen für Raumfahrt interessiert, dem kann ich das wirklich nur ans Herz legen. So, wir stagen gleich wieder. Auch das hat wunderbar geklappt und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass die Apoapsis nicht übers Ziel hinausschießt. Unsere Apoapsis ist jetzt quasi zur Periapsis von Minmus geworden. Und die ziehe ich jetzt noch ein kleines bisschen näher ran, bis sie so ungefähr die angepeilte Höhe hat.
und suche mir zwischendurch immer wieder den Manöverpunkt, damit die Richtung auch noch so ansatzweise stimmt. Aber das sieht sehr gut aus und so lassen wir das auch. Okay, dann können wir jetzt, glaube ich, vorkurbeln und werden beim Vorspulen dann auch automatisch angehalten für die nächsten Experimente. Wir werden allerdings nur für die Experimente automatisch einen Halt bekommen, die wir noch gar nicht gemacht haben. Das heißt, das Spiel hält, so wie ich es jetzt gemoddet habe, natürlich oder leider nicht an, wenn man Sachen auch noch im Wissenschaftslabor verbrutzeln könnte. Das ist natürlich blöd, man muss also selber dran denken, beziehungsweise auf 700 Anzeigen gleichzeitig sein Auge haben. Das wird mir nicht gelingen. Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so furchtbar penibel. Ich will natürlich das meiste mitnehmen, was man aus so einem Flug rausholen kann, aber wenn ich mal dies oder jenes verpasse, dann ist das jetzt auch kein Beinbruch. Aber das, was wir mitkriegen, das nehmen wir natürlich mit und zwischendurch werde ich auch immer mal wieder an Experimente rangehen, die noch nichts von sich geben, beziehungsweise die im Moment nichts von sich geben, weil, wie ich ja vorhin erwähnt habe, man durchaus auch schon durchexerzierte Experimente im Wissenschaftslabor wieder verwerten kann. So, es läuft gut, wie ihr seht. Und wenn ihr mal ein Auge schmeißt auf die Anzeige vom Forschungslabor rechts am Bildrand, dann könnt ihr sehen, dass man die Forschung bzw. die Wissenschaft auch übertragen kann. Das ist das mit den 500 Punkten, was ich meine. Wenn die voll sind, dann sollten wir das spätestens tun. Man kann auch, das ist nicht immer zu sehen, die Experimente, die sonst von einem Wissenschaftler wiederhergerichtet wurden, damit man sie wieder benutzen kann, die können über das Labor jetzt wieder angeschmissen werden, gereinigt werden sozusagen und dann sind sie wieder benutzbar. Schöne Sache, das ist also sehr praktisch, nicht nur effektiv, was die Wissenschaftspunkte angeht, sondern auch sehr praktisch, dann müssen die Jungs und Mädels nicht so oft raus, um die Reinigung der Experimente selbst per Hand vorzunehmen. So, okay, wir nehmen noch mal so ein paar alte Dinge hier jetzt ins Visier und ich gucke noch mal explizit alles durch. Oh, da ist eine Tür nicht ganz auf. So, ich gucke noch mal explizit alle Teile durch, ob wir die schon haben oder nicht. Deswegen kommt jetzt ein paar Mal wahrscheinlich eine Nullnummer, aber wenn ich schon mal dran denke, dann gehe ich sie einmal der Reihe nach durch und guck mal nach dem Rechten. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich unser kleines Korrekturmanöver machen. Das peile ich mal an auf der Hälfte der Strecke so ungefähr und möchte dadurch die Periapsis noch ein bisschen gerader über den Minmus ziehen und vor allem auch ein bisschen niedriger haben. Ich setze die mal dahin jetzt und dann gucken wir uns mal an, wie wir das so hinbekommen. Also die müsste, glaube ich, noch einen Tick zur Seite verschoben werden und auf jeden Fall natürlich niedriger. Ich möchte sie unter 30 Kilometer haben. So sieht das schon mal nicht schlecht aus. Das würde mir eigentlich reichen. Dann können wir jetzt schon vorspulen. Und das Manöver vorbereiten, indem wir uns wieder den Manöverpunkt suchen.
über dem Navball, da klebt der Kerbin und rechts daneben etwas weiter der Moon. Und wir warten den Countdown ab. 28 Sekunden noch. Und ich glaube, ich korrigiere hier doch noch mal ein bisschen rum. Das ist mir noch ein bisschen zu schief. Ich würde es, glaube ich, noch so ein bisschen mehr gen Osten, nee, anderes Osten, drehen. So ungefähr. Die Höhe passt mir eigentlich einigermaßen. So wäre es mir lieber. So machen wir das mal. Okay, dann jetzt los. Ich suche mir nochmal den Manöverpunkt und dann fliegen wir das Manöver zu Ende. Das sieht aber schon mal sehr gut aus. Das wird gleich wunderbar passen und dann können wir uns an Minmus heranpirschen. So ist perfekt. So, dann würde ich sagen, gib Stoff. Und ich sag ihm schon mal, in welche Richtung er sich drehen soll. Und sammel die nächsten Experimente ein. Ihr seht oben, das summiert sich inzwischen schon ein bisschen. Wenn die Anzeige gleich wieder angeht, gucken wir uns das nochmal an. Im Moment ist der EVA-Bericht einzusammeln. Jetzt haben wir sie wieder. Es summiert sich inzwischen. Wir haben 239 Daten von möglichen 750, die da reinpassen, schon gesammelt. Wir haben schon 8, sage und schreibe, 8 Wissenschaftspunkte erarbeitet und wir bekommen pro Tag 3, schieß mich tot im Moment. Das wird sich natürlich alles noch erhöhen, je mehr Daten wir da reinstopfen und da haben wir ja noch genug auf dem Weg und direkt am Mimbus, die wir einsammeln können. So, jetzt seht ihr hier bei Experimente entfernen, da stand eine 1 und das werde ich demnächst natürlich auch machen. Das Experiment, auf das sich das bezieht, das muss gereinigt werden. Das werden wir gleich tun. Aber jetzt, bevor ich es vergesse, nicht, dass wir dran vorbeisegeln, mache ich erstmal das Manöver und bringe uns in einen Orbit von Minmus. Und dann können wir ganz gemütlich alles einsammeln, was es einzusammeln gibt. So, ein bisschen noch. So passt das. So ist mir das recht. So können wir das lassen. Und ich drehe ihn auch schon mal in die richtige Richtung und jetzt werden wir das Experiment, nee, jetzt hat er sich verzogen sozusagen, der Reiter, in höhere Gefilde. Jetzt reinigen wir das Experiment, sammeln nebenbei noch ein bisschen was ein, sehen zu, dass wir währenddessen den Countdown nicht verpassen. Und ja, dann können wir ganz gemütlich unser letztes Manöver für heute fliegen. Und danach dann weiter Daten einsammeln, bis wir die 750 ungefähr voll haben. 300 haben wir schon. Das lässt sich gut an. Und da kommen schon die nächsten Ansagen, was wir alles tun können. Ich werde jetzt natürlich vor dem Manöver nicht so allzu viel noch da rumsammeln und so. Das können wir natürlich alles ganz gemütlich aus dem Polarorbit nachher machen. Zu reinigen ist auch schon wieder was. Und jetzt gebe ich mal Schub. Das kommt natürlich jetzt hier beim retrograden Schub nicht allzu sehr drauf an. Das kommt immer noch gut hin. Ich sollte natürlich nicht bis ans Ende meiner jetzt zu sehenden Strecke fliegen, weil dann nützt es auch nichts mehr, wenn ich retrograd brenne. Dann sind wir weg vom Fenster. So. Die Apoapsis zieht sich langsam ran.
Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir in entspannter Position, um unsere ganzen Wissenschaftsdaten einzusammeln, die wir noch so gerne hätten. Ja, so ist gut. Und jetzt geht's los. Material Bay wurde gereinigt. Und ich sammle jetzt noch so ein bisschen, was das Zeug hält. Die Aufgabe haben wir auch erfüllt. Ja, und dann kann es jetzt munter weitergehen. Und wenn man sich vorstellt, dass die drei jetzt hier eine ganze Zeit verbringen, das ist, wenn man das so auf die Realität überträgt, schon so ein bisschen eine, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, eine gruselige Vorstellung. Aber das ist schon besonders, ne, so im Weltall rumzufliegen und nichts und niemand zu sehen für eine ganz lange Zeit und da so quasi im Vakuum vor sich hin zu wursteln, das muss einfach phänomenal sein. Also mich fasziniert das total. Schon eigentlich, seitdem ich klein war, also das ist ja nun schon ein bisschen her, aber ich wollte damals schon immer ein Teleskop haben. Leider ist es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie dazu gekommen. Ich habe also bis heute noch keins. Ja, bevor ich das Zeitliche segne, sollte ich mir echt überlegen, ob ich mir nicht doch nochmal eins anschaffe. Aber heutzutage ist es ja so, wenn man so ein Teleskop auf dem Dachterrasschen oder sonst wo aufbaut, dann denken die Nachbarn ja gleich, man will in ihr Schlafzimmer gucken und ich habe irgendwie keine Lust vor merkwürdigen Reaktionen meiner Nachbarschaft. Deswegen wüsste ich im Moment auch nicht, wie ich das so halbwegs unauffällig da positionieren sollte. Da muss ich mir, glaube ich, nochmal einen Plan überlegen. So, okay. Wir sammeln weiter, was das Zeug hält. Wir haben schon knapp 600 Punkte von 750. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht, ja, drüber kommen geht nicht, aber rechtzeitig aufhören, bevor das Limit erreicht ist und dann lieber ein bisschen warten, bis man eine bestimmte Menge wieder wegfunken kann, damit sich das Ganze leert und keine Wissenschaftspunkte verloren gehen. So, ich würde mal sagen, wir haben unseren Job hier richtig gut gemacht. Die Jungs sind beschäftigt, das Mädel ist auch beschäftigt. Cleland ist relativ entspannt, er hat seinen Teil getan. Er hat die beiden Wissenschaftler an den Ort des Geschehens gebracht. Und ich werde jetzt hier noch so ein bisschen rumdümpeln, bis wir die 750 fast voll haben. Und dann lassen wir die dreimal alleine hier rumwursteln. Das Ganze verarbeiten und werden uns dann in der nächsten Folge ja mit etwas anderem wiedersehen, was ich jetzt noch nicht so ganz weiß, weil ich noch nicht weiß, welche Aufgaben uns jetzt angeboten werden. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt unter Umständen den Auftrag bekommen, neuen Planeten zu besuchen. Vielleicht sollen wir auch mal wieder irgendwo andocken oder so. Leider wiederholen sich die Hauptaufgaben relativ stupide. Ich hätte mal am Anfang eine Mod sehen sollen, die mir inzwischen begegnet ist, die verhindert dieses relativ stupide Abspulen der üblichen Aufgaben. Das geht aber am besten natürlich, wenn man von vorne anfängt, sonst kommt sich das mit den Stockaufgaben in die Quere. Das ist natürlich auch ärgerlich. Das hilft uns so also nicht weiter. Ja. Ich werde dann einfach mal versuchen, die nächste schöne Aufgabe abzugreifen, die hoffentlich einigermaßen sinnvoll ist. Und dann sehen wir uns mit neuen Aufgaben hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir sind kurz davor. 662. Da können wir noch ein bisschen was reinstopfen, aber viel fehlt nicht mehr.
Ich könnte jetzt natürlich ganz minutiös an jedem Biom anhalten und darauf achten, an welchem ich schon war und wo ich was eingesammelt habe, weil, wie gesagt, er hält für das Verarbeiten im Wissenschaftslabor nicht mehr automatisch oder gar nicht automatisch an, sondern nur für Experimente, die wir an Bord haben, die wir noch nie gemacht haben. Das heißt also, ich könnte es hier wesentlich gründlicher abgrasen. Das tue ich im Moment aus zwei Gründen nicht. Erstmal fehlen uns nicht mehr viel Wissenschaftspunkte bis 750 und die Kurven hier noch länger rum. Das heißt, dafür haben wir dann später auch noch die Gelegenheit. Aber es lässt sich gut an. Und ich freue mich, dass wir unsere erste Orbitalstation jetzt auf den Weg gebracht haben, denn wir werden im Verlauf der Freischaltung im Wissenschaftsbaum noch eine ganze Menge an Wissenschaftspunkten brauchen. Allerdings brauchen wir auch demnächst mal wieder Knete, denn wir müssen das Wissenschaftsgebäude demnächst mal wieder upgraden. Noch ist es nicht so weit, das kommt aber demnächst. Und für das Upgrade braucht man über 3 Millionen Körbeldollar und die haben wir nun bei weitem nicht. Das heißt, ich hoffe auf schöne, lukrative Aufgaben, die wir jetzt abgreifen können, um hier auch ein bisschen was anzusammeln und so im Verlauf des Fortgangs der Aufgaben auch so ein bisschen Schub zu geben sozusagen. Wie ihr seht, kann man auch die EVAs und auch die Crewberichte, die man schon hatte, im Wissenschaftslabor nochmal verwerten. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube schon, weil das natürlich besser untersucht werden kann, wenn man mit hochtechnischen wissenschaftlichen Gerätschaften da oben aufkreuzt. Das soll wahrscheinlich so sein. Das ist natürlich, um den Forschungsbaum freizuschalten, auch irgendwie notwendig, denn das kann natürlich je nach Schwierigkeitsstufe relativ teuer werden. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss!